Wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge Sniper Elite 3. Pff, haben zwei optionale Ziele schon abgeschlossen. Perfekt. Weitschüsse. Was heißt denn Weitschüsse? Wer soll ich denn ballern? Von hier bis da drüben oder was? Naja, egal. Wir sind wieder zurück. Und wir machen jetzt mal fix die Mission hier zu Ende. Ich weiß auch ja nicht, wie lange die noch geht. Die letzte Folge ging 40. Mann. Du hast doch... Fuck! Komm nicht an. Komm näher. Mann, das war schon wieder. Jetzt habe ich die Textdatei mitgenommen und konnte nicht lesen. Da ich bin ein Held. Ist egal. Ist egal, brauchen wir jetzt ja nicht. Hier, also, ne, ihr macht mal ein Nickerchen nochmal. Ein Ründchen. So, wir versuchen jetzt mal einen Weitschuss hinzukriegen, ja. Würde ich ganz gern schaffen. Vielleicht ja von irgendwo. Oben wäre ganz gut, dass man schön runterschießen kann. Ansonsten hätte ich, glaube ich, auch gar nicht so die Peilung, von wo man schießen soll. Aber wir gucken uns jetzt erstmal wieder um. Haben wir ja in der letzten Folge, fand ich jetzt nicht so doll gemacht. Da hinten müssen wir auch noch hin, wenn ich dieses Areal schon wieder sehe. Ich krieg das Kotzen. Es tut mir leid. Ich mag das Geräusch gehört. Man hört ja keiner, was ihr hört. Die sind alle taub auf den Ohren. Okay, der kann auch im Hocken so weit springen. Das finde ich allerdings gut. So, die kleinen Kasernen würde ich ganz gerne gleich noch abgucken, bevor er war. Dann machen wir erst ihn. Oh! Nein, jetzt bin ich gerade runtergegangen. Wenn er hier ist, finden wir ihn. Das war ganz nah. Aber Kollege, du wirst mich nicht lange finden. Ach, hier ist schön. Hier machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause. Hier hätten wir mal in der letzten Folge. Hier ein Lagerfeuer drin. Oh, das wäre gemütlich. Alles in Ordnung. Nee, ist nichts in Ordnung. Wo bist du? Bist du da oben drinne? Wo ist der Kerl? Und ist da unsere Sammelkarte? Ah, das war Velroad-Munition. Naja, ist auch okay. Aber Kollege, wo bist du denn? Wo soll ich dich denn suchen? Ja, nehmen wir dich. Ist okay, ich hab dich gefunden. Hast du mir jetzt gesehen? Ganz kurz, einen kleinen Moment, warst du glücklich in deinem Leben? Das war jetzt deine Lebensmission, ja? Naja, gut, ich meine, ich will dir da nichts vorwerfen, aber hat sich nicht so gelohnt. Guck mal, und als Bestrafung einfach, dafür das wird noch bestraft. Musst du nochmal. Kann ich ihn runterrollen? Schade. Ich wollte ihn eigentlich runterwerfen, hab dann aber zu lange gedrückt gehalten. So. Ist jetzt auch real. Spielt jetzt keine weitere Rolle. Verbandskasten. Hier ist nichts weiter, ne? Aber hier, ich weiß nicht, das ist bestimmt ein Scharfschützennest und bevor sich das Spiel aber nicht gefangen hat. Wenn ich das LKW zerstöre, unterbreche ich ihre Versorgungslinien. Was? Dein Ernst? Das kannst du doch nicht als optionales Ziel machen, bist du denn geisteskrank? Naja, wisst ihr Bescheid, ne, was wir hier noch zu tun haben. Und das wird gleich erfolgen. Davon kannst du auch. Der gönnt sich. Ist auch nicht kalt in der Nacht bei ihm. Er kennt sowas nicht. Ist ein echter Deutscher. Steh auf. Ist das jetzt hier nun ein Scharfschützennest, wo man jetzt hier noch halten, um aus der Deckung zu kommen? Halten, um aus der Deckung zu kommen. Ist wohl kein Scharfschützennest. Auch sehr schade. Aber, was soll der jetzt? Können wir hier irgendwie was anmachen, dass wir nicht so gehört werden manchmal? Ich sehe nichts, ne? Ich würde echt gerne die Waffe haben, aber jedes Mal ist da leider so ein Hut drauf und den können wir nicht abnehmen. Also durchsuchen wir aus Trotz die Leiche. Und finden nichts. Hm, wo könnte man denn hingehen? Habe ich nicht vorhin so ein Gerät hier sehen, womit wir... Wo waren das? Nehmen wir das da, wa? War das so ein Gerät? Das war doch. Da. Hallo?
Achtung! Soll ich da rufschießen? Also ich werde es jetzt nicht machen, aber... Das denke ich mal für Verbandskästen oder sowas. Ich glaube, wenn ich hier runterspringe, bin ich tot, oder? Ich möchte das auch ehrlich gesagt gerade gar nicht testen. Naja, doch irgendwie schon. Es reicht, wenn ich hier runterspringe. Und fast sterbe. Ich hoffe, der heilt sich wieder alleine. Ansonsten darf ich jetzt gleich wieder einen Verbandskasten aus der Tasche kramen. Nehmen wir schon mal den in der Hand. Damit wir uns schon mal komplett heilen können. Und ja, wir heilen uns jetzt mal erstmal fix. Ist mir denn doch lieber. Früher gab es nur das einfache Medikit, was gleich komplett oder... Ich weiß nicht, wie es ja... Was geht denn hier nochmal lang? Es hat auf jeden Fall geheilt. Das weiß ich. Das war ein Medikit. So hieß es damals. Jetzt gibt es einen Verbandskasten und ein Warndreieck. Hä? Ich drücke Steuerung und der kommt... Interessant. Ich meine natürlich Shift zum Sprinten und dann... Das ist doch nicht wahr. Jetzt schießt er die LKWs ab, damit du Versorgungslinie unterbrichst. Hey. Oh, bessere hast du auch nichts zu tun, wa? Was hast du da gerade gemacht? Wir lassen ihn mal hier hinten langkommen. Wir lassen ihn mal hier hinten auf, um diese Ecke rumkommen. Also nicht mehr um diese, aber um diese. Warte, warte, warte. Wir machen das jetzt perfekt. Aufzulenken, schnell, bitte. Bitte, ist wichtig. Danke. Dach. Oh. Oh. Da! Alter, bist du wahnsinnig? Mann. Und dann sieht er mich nicht. Ist auch interessant. Realistisch. Entschuldigung. Walls Project. In der von General Wallen abgesandte Generalmajor dreht seine Runden und wedelt damit mit Unterlagen über ein weiteres höhenverbranntes deutsches Projekt. Ja, ja, ja. Hab's gedacht. Okay. Ein Offizier müssen wir noch töten. Ich hoffe, das werden wir in dieser Mission schaffen. Ja, in dieser Mission schaffen wir es auf jeden Fall, ne? Und natürlich in dieser Folge. Du wurdest befördert! Private Mark 3, Rang 4. Freigeschaltet. Kukano! Kakano, Entschuldigung. Stolpermine. Perfekt. Kollege, Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Was ist denn hier los? Ich sehe hier gar nichts, oder was? Metzel hier alle nieder und sehe keinen einzigen Gegner. Das auch mal angenehm. Was liegt da? Ist das die Sammelkarte? Du. Kriegsgeschichte der Aschenmächte. Verteidigung Tobruks. Tobruk wurde erfolgreich eingenommen, aber nichts und niemand hätte mich auf die Schlacht und den Mut des Feindes vorbereiten können. Ich sah einen zusammengewürfelten Haufen an Südafrikanern mit Bajonetten, Inder, die Maschinengewehrnester bemannten und Australier, die als Dämonen, hätten durchgehen können. Ach so, selbst als die Panzer durchbrachen, gab die Infanterie ihren Kampf nicht auf. Irgendwann wurden sie überrannt, aber so schnell werde ich ihre Tapferkeit nicht vergessen. Immerhin. Der Krieg in Afrika war ein besonders schlimmer, so wie ich finde. War, also es war natürlich auch, es hat natürlich alles mit zum Zweiten Weltkrieg gehört. Aber es war schon echt kein Zuckerschlecken für die Leute. Die haben eine Menge durchmachen müssen. Und ich kann es auch verstehen. Wenn ich diesen Generator sabotiere, kann ich meine Schüsse maskieren. Ja, das ist doch perfekt. Sag mir mal, welchen? Den hier? Den großen? Ist das ein Generator? Ist kein Generator, oder? Welchen Generator denn? Das ist doch ein Generator, oder nicht? Klar. Genau, schlagt einfach gegen. Das wird doch mal funktionieren. Genau, jetzt qualmt er ein bisschen, fällt ein Glück auch gar nicht auf. Und jetzt können wir in aller Seelenruhe. Um hochzuziehen? Weil ich will mich nicht hochziehen. Ich will mich eher ducken. Das wäre mir gerade am liebsten. Glauben Sie mal. So, und jetzt müssen wir wieder taktisch vorgehen. Welchen
Typen eliminieren wir jetzt als erstes. Auf jeden Fall markieren wir hier erstmal einen Sprengstoff was. Okay, dann haben wir unser erstes Opfer auch schon gefunden. Ihn da oben. Du wirst es sein. Unser erstes Opfer. Ich sag jetzt schon mal gute Nacht und lass dir die Sache durch den Kopf gehen. Hallo, ich drücke, ich hab Linksklick gedrückt, das hat nicht reagiert. Was war jetzt los? Ich meine, ich wünsche dir schon mal eine gute Nacht. Lass dir die Sache durch den... Ich kann nicht... Warum? Warum nicht? Was ist denn jetzt los? Warum? Jetzt, was auch immer das gerade war. Lass dir die Sache durch den Kopf gehen. So, Junge, schlaf schön. Gibt's doch ja nicht. Doch, bei Rosa. So, welchen schalten wir denn jetzt aus? Er da oben ist tot. Und wenn wir jetzt hier wie die Bekloppten unter uns schießen, verursachen wir hier einen kleinen, naja, wie soll ich sagen? Krieg. Was ein Ding, ist ja auch der Zweite Weltkrieg, du Assi. Ach komm, was soll der ja jetzt? Wünsche eine gute Nacht und lass dir die Sache durch den Kopf gehen. So, jetzt geht es wieder ordentlich los. Ja, komm, Action. Ich will Action. Komm, da rennt noch einer. Du siehst mich ja nicht, Kollege. Und hören kannst du mich auch nicht. Fuck, und ich komme an ihn nicht ran. Ich würde ihn so gern wegknallen. Also, mit der Waffe. Mein Gott. Wie? Wie zum Teufel? In Bein geschossen. Boah, ii, volle Kniegelenk weggeballert. Duck dich! Oh. Aber wir wurden noch nicht komplett gesehen. Interessant. Man duckt dich! Ah, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Das ist doch einigermaßen wieder sicher, ne? Ich komme aber da nicht ran, so ohne weiteres. Los. Ey. Gerät. Danke. Schön lautlos. Das sollte jetzt allerdings keiner sehen. Und hören. War ja auch lautlos. Was ein Ding. Lungentreffer. Auch mal was Schönes. Hätte schon schießen können. Ich weiß. Oh, wie er mich anguckt. Dass er mich hier oben nicht sieht. Von rechts. Da war ja noch einer. Schon wieder nicht abdrücken. Mann, leck mir am Arsch, jetzt reicht es mir hier. Ja. Ah, guck mal, man kann uns sehen. Hallo. Oh, durch die Waffe noch durch. Ein Kill. Ist doch jetzt nur noch der hier unten, ne? Und er da hinten kommt auch her, oder was? Ich freue mir gerade einen Ast. Mein Gott, sehr leise, sage ich dir. So, dann können wir jetzt ganz in Ruhe in den Motorblock ballern. Für die Optional Mission.
ziehen wir uns mal hier rüber. Ach, das war ja gerade anstrengend. Ich glaube, wir springen uns gleich selber mit in die Luft. Ist es das wert? Nein, natürlich nicht. Standardwechsel erfolgreich. Ja, was ein Ding. Jetzt sind auch alle tot. Ja, ja, Angriff läuft. Komm mal her, ich warte nur auf euch. Laster zerstört. Will er ja nicht. Ah, dann hätte ich ja wirklich von da oben schießen können, wa? Verliere ihn nicht aus den Augen. Ist zu spät, Kollege. Hau ab! Boah. So, nichts ist optional. Perfekt. Optionales Ziel abgeschlossen. 5 Laster zerstört haben wir jetzt, oder weiß ich wie viel. Ich glaube, ne? Boah, ja, okay. Nicht in greller Licht gucken, ist unangenehm. Sag mal, Kollege, stehst du da etwa? Ne, das schadet. Wäre jetzt auch zu schön gewesen. So, und jetzt betreten wir wieder feindliches Territorium. Was da heißt... Ach, da fährt schon wieder ein Laster. Ich krieg, das heißt übrigens, dass wir jetzt wieder... leise sein müssen. Oh. Na komm. Okay, ist interessant.